Hey Leute und willkommen bei Brudi. Heute schauen wir uns die peinlichsten Marketing-Fails rund um den Pride Month 2022 an. Denn wo Pride draufsteht, ist nicht nur Vielfalt drin, sondern manchmal auch ganz schön viel Cash. Oh nein, stopp! Wie sieht es hier denn aus? Ich weiß nicht. Normal so? Normal. Normal hat jetzt Pause. Juni ist Pride Month, also alles nochmal von vorne hier, aber richtig jetzt. Okay. Es ist also Pride Month. Vom 1. bis zum 30. Juni feiert die LGBTQIA+-Community jährlich weltweit die Vielfalt der Liebe. Der Pride Month steht dabei für Stolz, Toleranz und Selbstbewusstsein und ruft außerdem zum Kampf gegen Stigmatisierung, Kriminalisierung und Ausgrenzung von queeren Menschen auf. Okay, stopp. Das ist ja alles schön und gut, aber das knallt noch nicht so richtig. Lass mal hier ein paar mehr Regenbogenflaggen aufhängen. Ich glaube, die Leute verstehen mittlerweile, worum es hier geht. Na, die Leute verstehen es eben nicht. Pride ist Geld, sage ich immer. Ja, und genau das ist das Problem. Die Kritik daran ist zwar nicht neu, aber die Ausmaße, die das mittlerweile annimmt, sind einfach nur noch cringe. Okay. Bitte nicht Slytherin, bitte nicht Slytherin, bitte nicht Slytherin. Du bist jung, du bist ein Fan, du bist zahlungswillig, du bist queer. Moment mal, ich will doch nur wissen, in welches Haus ich komme. Jetzt weiß ich's. Du musst Teil einer total durchschaubaren Pride-Kampagne werden. Was? So in der Art müssen sich unsere guten FreundInnen von Rocket Beans TV gefühlt haben, als sie sich vor ein paar Tagen Folgendes erlaubt haben. Was im ersten Moment nach einer total harmlosen Werbeanzeige für ein Theaterstück mit ZauberInnen aussieht, führte tatsächlich zu einem Shitstorm. Und der brach auch ziemlich lautstark innerhalb weniger Stunden über dem Twitter-Account von Rocket Beans TV zusammen. So heftig, dass die Bohnen ihren Post gelöscht und eine Entschuldigung gepostet haben. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum? Das Theaterstück Harry Potter und das verwunschene Kind wirbt nämlich im Juni mit der House Pride. Wirklich stolz sind aber hier, glaube ich, eher die VeranstalterInnen, wenn sie durch diese Aktion ihre Ticketverkäufe in die Höhe steigern können. Der Harry Potter-Autorin J.K. Rowling wird seit Jahren vorgeworfen, dass sie eine feindliche Einstellung gegenüber Transpersonen hat. Dafür geriet sie auch schon öfter in Kritik und vielleicht habt ihr auch schon mal einen ihrer kritischen Tweets gelesen. Darin spricht sie immer wieder davon, dass Transfrauen ja gar keine richtigen Frauen seien. Anti-Trans-Tweets und eine Pinkwashing-Kampagne wie die Harry Potter House Pride Days passen nicht wirklich zusammen und ist damit ein Fail. Burger King Österreich also. Die haben sich als offizieller Partner der Wiener Pride dieses Jahr gedacht, ey, lass mal absolut unmissverständlich allen klar machen, dass gleiche Liebe auch gleiche Rechte bedeutet. What could go wrong with that? Richtig, Burger King? So, Kinder, letzter Punkt für heute. Zeit ist Geld und Pride ist Geld. Habt ihr irgendwelche Ideen? Vielleicht könnten wir dieses Jahr mal einen richtigen Beitrag für die Community leisten und unser Geld an eine Einrichtung spenden. Ich hab hier auch schon mal... Na, immer langsam mit den jungen Pferden. Also so viel Geld haben wir dann auch nicht. Andere Ideen? Ah, ich hab's. Love is love und Buns is Buns. Wie wär's mit einem Burger, der entweder zwei obere Hälften oder zwei untere Hälften hat, ja? Die repräsentieren dann die gleichgeschlechtliche Liebe. Hast du gerade wirklich Schwule und Lesben mit Brötchenhälften verglichen? Ja, das gefällt mir. Zwei gleiche Buns. Brillant, der Vorstand wird ausrasten. Leute, wer Essen mit Menschen gleichsetzt und daraus auch noch weirde Schlussfolgerungen zieht, sollte sich nicht über die hämischen Kommentare wundern, die dieser Pride Burger dann kassiert hat. Bleiben wir gleich mal in der Gastro mit unserem nächsten Fail. Ob ihr queer seid oder nicht, entkommen könnt ihr den Farben des Regenbogens auch im Juni 2022 nicht. Unserem Abo-Button solltet ihr übrigens auch nicht entkommen, da könnt ihr hier mal draufklicken und die Glocke aktivieren. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, Regenbogenfarben. Die werden im Pride Month gerne von Firmen genutzt, um ihre vermeintliche Vielfalt und Diversität zu betonen. Diversity, hier ist es! Wer hat denn die hier reingelassen? Security? Wenn bunt so richtig derbe nach Frittierfett schmeckt, dann wisst ihr auch, was Vielfalt ist. Ja, nee, ist logisch. Gemüsestäbchen aus Süßkartoffeln, Pastinaken und roter Beete Rainbow Sticks zu nennen, ist auch schon ein Power-Move. Muss ich dazu noch mehr sagen. Diversity! Zugriff, Zugriff! Diversity! Love it. Wer bisher dachte, es kann nicht schlimmer kommen, darf sich festhalten. Also wirklich, haltet euch fest, egal woran. Die US Marines haben sich nämlich dieses Jahr was richtig Feines aus dem Kanonenrohr gezaubert. Schaut einfach selbst. Patronen in Regenbogenfarben. An einem Helm, auf dem steht Proud to Serve.
Oh mein Gott! USA! USA! Wer jetzt meint, naja, das sind eben die USA, Fabian, die haben halt ein ungesundes Verhältnis zu Waffen, was erwartest du denn? Dem entgegne ich nichts. Ihr habt absolut recht. Diese Kampagne fügt sich perfekt in das Gesamtbild einer USA, für die Waffen wohl das Allerheiligste sind. Da ist es dann auch kein Widerspruch, Leute in Regenbogenfarben abzuknallen. Und außerdem war das US-amerikanische Militär von 1994 bis 2011 auch eher queerfeindlich eingestellt. Seit 2011 sind die quasi der Inbegriff von Pride, oder? Quasi. So hat eine Richtlinie allen Personen offiziell verboten, dem US-Militär zu dienen, die, ich zitiere, eine Neigung oder Absicht zeigen, sich an homosexuellen Handlungen zu beteiligen. Ihre Anwesenheit, so der Artikel, stellte ein inakzeptables Risiko für die hohen Standards der Moral, guten Ordnung und Disziplin der Einheit dar. Obama hat diese Richtlinie dann im Jahr 2011 einfach in die Tonne gekippt und im nächsten Atemzug die Ehe für alle gelauncht. Slay, Obama. Patronen in Regenbogenfarben sind auf jeden Fall so angebracht wie eine Kondomwerbung auf einem Spielplatz. Herzlich willkommen an Bord der Gaylines Flug 0815 nach... Hier spricht Ihr Kapitän. Ich freue mich, Sie heute hier an Bord begrüßen zu dürfen und wünsche Ihnen einen entspannten Flug. Unsere Crew wird Sie in Kürze mit... begrüßen. Bedenken Sie bitte allerdings die Anschnallpflicht und los geht's! Ja, aber da kommt ja gar keiner. Das ist ja alles. Wo ist denn da jetzt? Da kommt, muss doch noch ein Witz reinkommen, oder? Ich freue mich, Ihre Reise begleiten zu können. Britney Spears toxic verschnitten. Ich glaube, im Schnitt wird's lustig. Ah, okay. Baby, can't you see? Es ist uns nicht bekannt, was die Lufthansa sich dabei gedacht hat, als sie ihren neuesten Airbus aus dem Hangar direkt auf die Flugbahn gerollt hat. Und der sieht so aus. Die Love Hansa. Was nach einem billigen Wortspiel klingt, ist, ich zitiere, ein ganz besonderes Pride-Flugzeug. Draußen gibt es Regenbogenfarben und drinnen gibt es Regenbogenfarben. Da sind bunte Sticker, bunte Kissendeckchen und sogar bunte Herzen an den Flügelspitzen. Nach Lufthansas eigenen Angaben ist das Unternehmen besonders für Offenheit, Vielfalt und Verständnis bekannt. Deswegen wird die Love Hansa bestimmt auch Länder wie Marokko oder Tunesien anfliegen, wo zum Beispiel Homosexualität unter Strafe steht. Nee, wird sie nicht. Wird sie nicht? Nee, wird sie nicht. Aber die anderen Flugzeuge fliegen dahin? Die anderen Flugzeuge fliegen dahin. Die Love Hansa aber nicht? Die Love Hansa, das Regenbogenflugzeug fliegt dahin. Regenbogenflugzeug nicht nach Marokko und Tunesien. Okay, zum okay. Tja, die Lufthansa begründet das damit, dass man befürchtet, dann dort vielleicht Start- und Landeerlaubnis. Was? Nein. Doch? Nein. Doch. Okay. Tja, die Lufthansa begründet es damit, dass man befürchtet, dann dort vor Ort vielleicht die Start- oder Landeerlaubnis zu verlieren. Das mag sein oder vielleicht auch nicht. Fest steht aber, dass das Engagement für die Rechte der queeren Community nur so lange währt, wie es keine Konsequenzen zu fürchten gibt. Doch nach Ungarn oder Polen wird die Lufthansa wohl fliegen, obwohl diese Länder sich auch nicht gerade durch eine queerfreundliche Politik auszeichnen. Immerhin. Wie fandet ihr unsere Pride Fails 2022? Und habt ihr vielleicht noch andere cringeworthy Aktionen oder Kampagnen von Unternehmen oder CreatorInnen gesehen? Dann haut die mal bitte direkt hier unten in die Kommentare. Happy Pride und ciao. Vielen Dank, dass Sie mit uns geflogen sind und behalten Sie immer gut in Erinnerung, dass niemand Ihr Geld mehr liebt als Gaylines. Bussi und Papa!